Meine heilige Schau sieht alle Dinge als rein. Ich schaue jetzt mit Christi Augen und nicht mehr mit des Körpers Augen, denn ich bin nicht dieser Körper. Der Körper ist nur ein Traum, eine Illusion. Und ich bin mächtiger, reiner Geist und kann mich darüber erheben. Und mich dafür entscheiden, jetzt die heilige Sicht zu geben. Mit Christi Augen zu schauen. Oder Jesu Blick. Es ist dasselbe. Die liebevolle Sicht. Ohne Gegenteil. Die geeinte Sicht. Die urteilsfreie Sicht. Sanfte, gütige Sicht. Gottes Wille geschehe. Ich schaue so, wie Gott schaut. Ich habe überhaupt keine Erwartungen oder Forderungen an mich, dieser Idee oder meine Welt. Ich gebe einfach meinen Segen durch diese offene, heilige, ewige Sicht. Meine heilige Schau sieht alle Dinge als rein. Willst du das? Alle Dinge als rein, also auch diesen Körper. Ist ja auch ein Ding, ne? Und was für ein Ding, dem ich alle Bedeutung gegeben habe, dem ich alle Macht gegeben habe. Jetzt erhebe ich mich über all das und schaue nochmal neu. Jetzt schaue ich mit Jesus. Jetzt schaue ich mit dem Heiligen Geist. Oder mit Gott selbst. Das ist alles gleiche heilige Sicht. Die vergebende Sicht, die liebende Sicht. Die stille Sicht. Mit ruhigen Augen. Ich lerne mehr und mehr, stillstehen zu bleiben in allem, was mir hier scheinbar widerfährt. Ich bin in allem gleichermaßen. Ich docke immer weniger an irgendwelchen Geschichten oder Gefühlswallungen. Ich schenke mich einfach in Liebe, so wie Gott will und Gottes Wille geschehe. Nur das ist meine Aufgabe. Stiller, ruhiger, mächtiger Geist, der ich bin.
Stets ausgehoben, stets gleich. Vater, dein Geist hat alles, was da ist, erschaffen. Auch wenn es heißt, dass Gott diese Welt, die ich hier sehe, nicht erschaffen hat. Die Welt, die ich mit den Körperaugen sehe, hat Gott nicht erschaffen. Aber die Welt durch meine heilige Sicht, die hat Gott erschaffen, weil Gott in meinem Geist ist. Mit den Körperaugen ist Gott nicht in meinem Geist. Dann bin ich geistig verwahrlost, niederträchtig. Das ist alles. Das nicht mehr zu wollen, das ist nur eine fixe Idee. Ich erhebe mich. Hey, ich bin heiliger Sohn Gottes. Ich bin der Christus. Ich träume nun. Und jetzt erhebe ich mich über meinen Traum. Und lass alles ziehen. Lass einfach alles ziehen. Häng dem nicht mehr nach. Halte an nichts mehr fest. Vater, dein Geist hat alles, was da ist, erschaffen. Dein Geist ist darin eingegangen. Deine Liebe gab ihm Leben. Und ich bin im Geiste Gottes. Ich bin seine Liebe. Und somit das Leben, das ewige Leben in Gott. Und das zu sein. Möchte ich denn auf das, was du, Vater, erschaffen hast, so schauen, als ob es sündig gemacht werden könnte? Als wäre da noch eine Schuldidee? Nein, das funktioniert nicht. Ich kann doch nicht zwei Welten sehen. Ich kann nicht mit Gott wollen und mein altes Programm im Hintergrund laufen lassen, das sofort mit den Waffen dann dasteht, ne? Mein urteilender Geist. Das geht nicht mit Gott. Deshalb habe ich klar zu sein. Nur dafür habe ich diesen Kurs, der mich reinigt und läutert. Wo ich eine Weile Kanalreiniger bin. Oder Beppo Straßenkehrer. Naja, dann halt nochmal. Nochmal. Vielleicht nochmal. Ich habe keine Ahnung. So lange, bis die Vergebung vollständig ist und ich sie nicht mehr brauche. Ich brauche die Vergebung nur, solange ich noch irgendwelche Ideen meiner Kleinheit wahrmachen will. Solange da noch irgendein unwahrer Gedanke ist. Und wir klären uns ja immer mehr, ne? Wir klären unseren Geist immer mehr und räumen immer mehr auf. Dann entdecke ich da noch eine Schublade, da noch, da ist noch irgendwas Verstaubtes in der Ecke. Na denn.
Jetzt putzen wir uns heraus. Und lassen nichts aus. Und gemeinsam, na, funktioniert das immer besser. Ne? Gibt es nichts zu fürchten, auch wenn wir den dunkelsten, finstersten Eckstein aufheben und dahinter schauen. Auch da ist das Licht, auch da ist die Liebe. Du wirst erkennen, dass das alles nur eine Idee ist, die nicht wahr ist. Von Dunkelheit, Krankheit, Leid und Tod. Naja, das ist das, was wir jetzt vergehen lassen wollen, mehr und mehr. Wir sehen, dass es nur eine einzige Idee von Angst ist, in verschiedensten Verkleidungen. Ich möchte nicht so dunkle und so furchterregende Bilder wahrnehmen. Ja, ich will nicht mehr so dunkle und furchterregende Bilder wahrnehmen. Das hatte ich zu Genüge. Das kenne ich schon. Jetzt ist das Licht gekommen. Und mir wird gesagt, ich bin das Licht der Welt. Also, Auferstehung jetzt. Ich will mich erhellen. Und du bemerkst deinen hellen, klaren Geist schon. Und da einfach weiterzugehen. Der Traum eines Verrückten ist kaum das Richtige, um meine Wahl zu sein. Statt all der Lieblichkeit, mit welcher du, Vater, die Schöpfung segnetest. Träum den Traum der Lieblichkeit mit mir hier auf dieser Wahrnehmungsebene. Mit dem Segen Gottes. Den glücklichen Traum. Der Traum eines Verrückten ist kaum das Richtige, um meine Wahl zu sein. Statt all der Lieblichkeit, mit welcher du, Vater, die Schöpfung segnetest. Statt aller ihrer Reinheit, ihrer Freude und ihres ewigen, stillen Zuhauses in dir. Das ist das, was du bist, was dir gegeben ist und was du zu geben hast. Lieblichkeit, Reinheit, Frieden, Liebe. Ruhe, Stille, Sanftheit, Geborgenheit, Sicherheit, weil dir all das von Gott gegeben ist, damit du es gibst. Also gib, damit du es erfährst. Ich kann und will keine Bedrohung für irgendetwas sein. Weder für dich noch für mich selbst. Also kann ich keine bedrohlichen Gedanken mehr hegen, die Angst erzeugen. Was soll das? Angst ist unmöglich. Angst existiert nicht. Inspiriere nur Liebe. Inspiriere nur Freude. Inspiriere nur Frieden. Inspiriere nur Gott. Gott ist dein Fokus, Gott ist deine Ausrichtung, Gott ist dein Ziel. Nur das. Du schaust nur Gott. Und du lässt dich durch nichts, aber auch gar nichts mehr beirren. Du bist zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und du wandelst hier im Geiste Gottes.
mit Gott in deinem Geist und gibst einfach nur deinen Segen. Und nimmst das, was du erfährst, nicht mehr persönlich, weil es einfach nur ein Traum ist. Also tritt zurück, tritt zurück, tritt zurück. Und solange wir noch außerhalb der Himmelspforte bleiben, wollen wir auf alles, was wir sehen, mit heiliger Schau und Christi Augen blicken. Also solange ich hier in diesem Film noch wandle, will ich mit heiliger Schau und Christi Augen blicken. Das ist mein Auftrag. Gehe hin in Frieden. Lass uns alle Erscheinungen rein erscheinen, damit wir in Unschuld an ihnen vorbei und gemeinsam als Brüder und heilige Söhne Gottes zum Hause unseres Vaters gehen mögen. Und das tun wir. Wir gehen gemeinsam über diese Brücke der Vergebung. Und einen uns immer mehr. Die Bilder lösen sich mehr und mehr auf. Mitsamt der Brücke. Wir gehen hin zum Licht. Alle. Hand in Hand. Gemeinsam. Meine heilige Schau sieht alle Dinge als rein. Als unschuldig. Als würdevoll. Und lass die erlösenden Tränen rollen. Sie waschen dich so rein. So rein. Und Gott selbst wird alle Tränen abwischen. So ein tiefer, stiller Trost. Danke ich dem Vater wieder so sehr für seine tiefe Liebe zu mir, zu uns, zu einem jeden. Ist ja nur der eine. Und ich danke ihm so sehr für diese heilige Sicht
für diese liebevolle Führung durch den Heiligen Geist. Wir sind alle miteinander, mit Jesus, mit allen Brüdern. Jetzt bin ich nur gekommen, um immer wieder nur daran zu erinnern, dass wir nach Hause gehen. Immer wieder sammle ich nochmal die Schäfchen ein. Meine ganzen Aspekte meines Irrtums, um das läutern zu lassen. Ja, danke Vater für diese Gnade. Danke, danke für dein ewiges Vertrauen. Für deinen liebevollen Ruf an mich, einfach weiterzugehen. Und danke jedem Bruder. Dem Christus in uns, der uns so die heilige Sicht beschert. Schicht für Schicht. Entblößen wir uns und sehen uns immer wieder neu. Danke, danke. Amen. Ja, der vergessene Gesang, er ertönt immer sanfter. Ich gebe einfach immer nur Antwort. Ich bin das Echo der Stimme für Gott. Was für ein Geschenk. Wir sehen uns. Bis gleich. Zehn nach zehn gibt es noch mal eine Zusammenkunft in dem, im Bereitseinraum. Wer mag? Ansonsten ja sowieso zu jeder vollen Stunde. Ne? Immer in der Erinnerung. Immer zur Reinigung. Bye bye. Bis gleich. Schatz Gottes. Danke, danke.